Einen flauschigen guten Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von GTA Online am heutigen Tage. Ja, was mache ich hier eigentlich? Ja, wir haben hier gerade ein bisschen Spaß mit Hackern. Ihr seht, wir haben hier schon... Was soll denn das jetzt? So eine Unverschämtheit. Halt, oh, zum Glück ist das Panzerglas, sonst wäre ich hier ziemlich am A, würde ich mal behaupten. Aber, ah, da steht ein UFO. Super! Ja, hier ist ein Modder in der Runde und der... Tja, ich dachte, ich tue das Ganze mal aufnehmen. Moment mal, wir können den nicht abknallen. Moment mal. Ich bin ein Held. Geronimo! Boah, das war ja richtig... Hä? Solche Reifen gibt's doch... Ach... Jo, was ist das denn? Oh, ich dachte, jetzt kann ich hier richtig schön die Blaulichter aufmachen. Aufmachen, anmachen. Yo, was ist das? Das ist einfach ein LSPD-Newswagen in einem... Ich weiß nicht, irgend so ein Riesen-Buggy oder was sein soll. Ich kann es leider nicht so richtig erkennen. Moment mal, wo ist denn hier der Cheater? Ich glaube, das ist der da hinten. Muss mal gucken an den Namen. Ich glaube, das ist der da hinten. Den besuchen wir mal, weil der hat... Oh Gott, ja, die Straße ist noch gesperrt. Aus unerklärlichen Gründen. Da ist er, der Sammy. Yo, was geht denn ab? Jetzt weiß ich, warum dieses eine Fahrzeug da zwei Lenkräder hatte. Ja, moin Meister, ne? Ja, guten Tag, na, wollt ihr einsteigen? Ja, ist doch geil, ne? Brumm. Brumm, brumm, brumm. Oh. War ich das? Hä? War ich das? Hä? Ich hab doch gar nichts gemacht. Moment mal. Ach so, bewegen sich die Reifen, das ist gut zu wissen. Ja, nö, mit dir wollen sie auch nicht fahren, weil du bist ein Loser und er da auch. Ja, genau du. Glück gehabt, dass du nicht eingestiegen bist. Ja, komm hier, ich zeig dir auch deinen Finger. Was willst du von mir? Hier, lutsch doch meinen Finger. Hä? Ach, jetzt verstehe ich das Ganze. Das sind einfach zwei Trucks ineinander, deswegen war das Glas vorhin nicht so kaputt. Ja, ich steig mal ein, ne? Und durch die Tür, das ist bestimmt cool. Guck mal, ich hab ein Spielzeug, Mama. Scheibengleister, jetzt haben wir die Polizei auf den Hals. Na, hör mal. Nicht so unhöflich. Nein, nein, nein. Oh. Nein, wartet, wartet, ey. Ich dachte, wir wären Freunde. Hallo, wir hatten noch so schöne Miet... Oh, ja. Yeah. Ich glaube, das war einer von den Geklauten. Wir können ja mal per Anhalter fragen. Entschuldigung, hätten sie... Ich glaube, die nimmt uns mit. So, dann geht's hier lang. Ja, ich weiß nicht, was passiert ist. Vielleicht sind deine Milchpackungen im Kofferraum ausgelaufen. Ey, was ist denn das jetzt? Nein, es fängt... Auch nein, jetzt fängt es an zu regnen. Ey, Cheater, bleib stehen. Ich will doch nur mitfahren. Ich zahle dir auch den Tank, versprochen. Zahle ich natürlich nicht. Außerdem mache ich eine viel geilere Karre als du. Guck mal. Boah, geil. Raketenfeuer. Was zum Teufel macht ihr hier? Ich bin mir nicht sicher, ob ich hier wirklich aussteigen möchte. Ich glaube, die Entscheidung wurde mir gerade soeben abgenommen. Brauchen wir hier einen Anhalter. Hallo, guten Tag. Sie haben da so einen schönen Blinker. Darf ich mal ausprobieren? Boah, der fährt sich echt gut. Hallo, keine Beleidigung. Wegen Ihnen darf ich mein Video nicht mehr monetarisieren. Hey, was soll denn das? Ist das ja das... Ey, 100 von 100 Action. Hey, Moment mal, warum sind die Actionfiguren?
Na, hör mal, was ist denn das hier? Willst du mich veräppeln? Ich zahle schön Steuern und ihr haut mir dafür... Ne, also so haben wir nicht gewettet, ne? Ich habe 2000 Dollar bekommen. Ich würde sagen, die zahle ich mal so ein, weil ich so ein richtig krasser Gangster bin. Warum habe ich... Wo habe ich denn... Ich bin fast schon wieder... Ich bin schon eine Million wieder leichter geworden. Wo gebe ich denn das ganze Geld aus? Könnt Sie bitte die Feuerwehr rufen? Ich habe hier ein kleines Problem. Moment mal. Nee, also als Loser möchte ich hier nicht betitelt werden. Das ist immer noch Selbstverteidigung, ja. Hallo, Freunde, na? Ich bin mit meiner neuen fetten Karre hergekommen. Hat mich überhaupt nichts gekostet. Warum? Irgendwann kaufe ich mir für mein Deluxo auch solche schönen Raketen. Nur ich weiß nicht, wo ich das mache. Ich brauche da irgend so eine Werkstatt, sagt mir das immer. Aber ich habe keine Ahnung, wo die Werkstatt ist. Wenn ihr das wisst, schreibt es mal in die Kommentare. Weil ich bin auf dem Level, auf dem Stand eines Fischstäbchens. Alter, mein Palast hat ja wieder richtig Kohle gemacht. Da muss ich ja mal vorbeifahren. Moin, Meister. Wollen Sie einsteigen? Cool. Ich habe einen Freund gefunden. Wir werden jetzt, super coole Freunde. Oh nein. Nein, 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 ich möchte nicht in die Luft gesprengt werden. Oh nein, der Typ ist da wieder. Entschuldigung, aber ich bin ein bisschen, bisschen angereizt, wenn auf mich grundlos Raketen abgeschossen werden. Ich hoffe, Sie verstehen das. Hallo, ich habe den Cheater in meinem Auto. Du bist so ein Loser, du nicht. Ha! Ich sehe da... Tja, dann ist er wohl tot. Deine Schuld. Ach nee, da vorne ist er. Hallo. Guck mal, ich habe einen Finger. Na, willst du mal? Moment. Och, ich habe meinen Arm in seinem Magen. Ist das überhaupt möglich? Guck mal, ich... Tja, ich habe meinen Finger in deinem Bauchnabel. Kann ich ihn eigentlich hauen? Nee. Ich glaube, ist auch besser so. Sonst bin ich tot. Hä? Was? Wie geht denn das? Also die Leute werden hier echt immer kranker mit ihren Fetischen. Ich kann ihnen Cover geben. Kein Problem. Ich bin schließlich da... Warst du das? Nee, nee, nee. Ich lass mich nicht beleidigen. Ich war ganz oft beim LSPD. Ja, nö, ist mir egal. Ihr habt euer Auto kaputt gemacht. Und dann wird trotzdem noch auf mich draufgeballert. Ey, ich hab dich bis jetzt immer in Ruhe gelassen. Ach, ist ja mal nett, dass mein Auto auch mal gespawnt wird. Ist ja fantastisch. Wart ja erst seit einer halben Stunde drauf. Also, diese Leute verstehe ich wirklich überhaupt nicht. Ja, das war der Cheater vom Chatverlauf her. Diese Leute, die da einen einfach killen und dann einfach, keine Ahnung, nicht mal was vorhaben. Hä? Also, ich glaube, wir haben mehr als zwei Cheater in der Runde. Der da ist nämlich auch noch einer. Ich gebe ihn Backup. War du? Hä? Was? Nein, ey, ich bin einer von den Guten. Und ihr nicht. Ihr seid alle schmiede Verräter. Eigentlich wollte ich euch zum... Ich glaube, ich habe meinen Knöchel verstaucht im Bein. Der fühlt sich irgendwie ganz... komisch an. Was passiert?
Hä? Was da? Ja, ich würde sagen, das war's mit der richtig entspannten, super lustigen Folge. Das hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht, die ganze Zeit in die Luft gesprengt zu werden. Wenn es euch auch gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da. Ansonsten sehen wir uns bei einem neuen Video. Haut rein und ciao, Leute.